Ja, über diese Entscheidung, Schützenpanzer an die Ukraine zu liefern, kann ich nun sprechen mit der Verteidigungsexpertin Claudia Major. Guten Abend, Frau Major. Guten Abend. Ja, zunächst einmal ganz offen gefragt, wie bewerten Sie die Entscheidung? Ich begrüße diese Entscheidung ausdrücklich und ich hoffe, dass die Ausbildung an dem Marder und dann auch die Überführung des Marders in die Ukraine wirklich in dem ersten Quartal erfolgt, damit sie den ukrainischen Streitkräften sehr bald zur Verfügung stehen. Aus der Ukraine kommt heute Dankbarkeit und auch Erleichterung. Was genau kann denn der Marder? Wie kann er den ukrainischen Truppen helfen, ihr Land zu befreien? Der Marder ist ein Schützenpanzer, der im Kalten Krieg konzipiert worden ist, um die großen Panzerverbände zu begleiten. Vereinfacht formuliert ist es ein geschützter Transport, der Infanterie erlaubt, ins Gefecht zu gehen. Wir haben in der Vergangenheit häufig gesehen, dass die Ukraine ihre Soldaten in ungeschützten Fahrzeugen, in VW-Bussen oder in Pickups an die Front gebracht hat. Das heißt, es wird hier einen großen Unterschied machen. Und die Ukraine hat sich auch sehr kreativ im Einsatz gezeigt der westlichen Waffensysteme, die ihnen geliefert worden sind. Also ich habe in der Hinsicht vollstes Vertrauen, dass sie den sehr sinnvoll einsetzen werden können. Also im Klartext, viel weniger Soldatinnen und Soldaten werden vermutlich sterben, werden vermutlich verletzt werden, wenn diese Geräte geliefert sind. Also Deutschland liefert Marder-Panzer, die USA senden Bradley-Schützenpanzer und Frankreich dann den AMX-Panzer. Das ist ein leichter Spähpanzer, der allerdings mit einer 105 mm Kanone bestückt werden kann. Könnten diese Panzer in der Summe zum Gamechanger werden? Also diese drei an sich, ich finde das Wort Game Changer übertrieben. Sie machen einen sehr großen Unterschied, weil sie tatsächlich die Ukraine in eine bessere Position versetzen. Aber sie sind nicht der Game Changer, der jetzt diesen Krieg kippen wird. Ich glaube, von solchen Bildern sollten wir uns verabschieden. Wir sollten eher noch mal überlegen, was ist das Ziel? Das hatten Sie auch schon angesprochen. Das Ziel sollte sein, dass die Ukraine in der Lage ist, ihr eigenes Territorium von der russischen Besetzung zu befreien. Und dazu sind die Schützenpanzer, die französischen Spähpanzer und die Bradley sehr hilfreich. Dazu gehört aber in das größere Paket noch mehr. Dazu gehört auch die Luftverteidigung, die Deutschland auch liefert. Dazu gehört noch mehr Munition. Dazu gehört weitere Reichweite von Munition. Dazu gehören aber letztlich auch Kampfpanzer. Das heißt, das Paket an sich macht's. Die sind jetzt sehr wichtig, die Lieferung. Ich finde die hervorragend. Aber sie alleine werden diesen Krieg nicht entscheiden. Das heißt, es wird über kurz oder lang eine neue Diskussion dann über Kampfpanzer, beispielsweise aus Deutschland, Leopard 2 gehen. Mein Eindruck ist, dass die Debatte schon begonnen hat. Sie haben Anton Hofreiter und Marie Strack-Zimmermann zitiert. Die Debatte haben wir ja schon. Wenn wir jetzt wenn die Bundesregierung jetzt zusammen mit den USA diesen Schritt gemacht hat, die Schützenpanzer zu liefern, wäre der nächste logische Schritt meines Erachtens auch, die Kampfpanzer zu liefern, gemeinsam mit unseren europäischen Partnern. Es gibt von finnischer Seite beispielsweise den Vorschlag, das gemeinsam zu machen. Also da finden wir bestimmt sehr viele Partner in Europa, die uns dabei unterstützen würden. Wenn es politisch gewollt wäre. Frau Major, wir schreiben jetzt den 6. Januar 2023. Wie beurteilen Sie aktuell die Situation an den Fronten in der Ukraine? Momentan sind wir tatsächlich in der Situation einer Art Stellungskrieges. Das heißt, die Ukraine kann relativ wenig Gelände befreien. Russland macht relativ wenig Fortschritte. Das heißt, es bewegt sich relativ wenig. Aber es gibt an einzelnen Gebieten, beispielsweise um die Stadt Bachmut, sehr intensive, brutale Gefechte. Aber wir sind tatsächlich an einem Moment, wo sich gerade relativ wenig bewegt. Was glauben Sie, wird es noch eine Zeit lang über den Winter so weitergehen? Also, dass zwar schwere Kämpfe geführt werden, viele Menschen sterben, aber sich kaum etwas bewegt, bis die Ukraine dann möglicherweise versucht, eine Frühjahrsoffensive zu starten? Vielleicht noch ein Punkt zur Ergänzung, was man auf keinen Fall unter den Tisch fallen lassen sollte, sind die extrem brutalen russischen Angriffe auf die zivile Infrastruktur in der Ukraine. Damit meine ich die Angriffe, die systematischen Angriffe, und das sind Kriegsverbrechen, die systematischen Angriffe auf die städtische Infrastruktur, beispielsweise die Heizkraftwerke, die Stromkraftwerke, die Wasserversorgung, womit Russland versucht, das Land zu zermürben, die Ukraine in den wirtschaftlichen Ruin zu bombardieren und der Zivilbevölkerung die Lebensgrundlage zu entziehen. Das heißt, Russland führt einen extrem brutalen Krieg, nicht nur im Donbass und an der Südflanke, sondern auch, und das geht permanent weiter, wir haben das gesehen, auch über die Feiertage,
auf die Städte, auf Kiew, auf andere Orte in der Ukraine. Das heißt, das geht weiter. Das werden wir nicht oft Unabhängig genug davon betonen, allerdings, ja. müssen wir davon ausgehen, dass es eine Offensive von russischer Seite und auch von ukrainischer Seite im Frühjahr geben wird. Ja, Claudia Major war das, die Sicherheits- und Verteidigungsexpertin. Vielen Dank auch noch mal zum Schluss für diese deutlichen Worte, was dieser Krieg Russlands gegen die Ukraine bedeutet. Danke für Ihre Zeit. Sehr gerne.